Lightroom, Lumina oder Capture One? Welches Bildbearbeitungsprogramm ist eigentlich das Beste? Beziehungsweise welches Bildprogramm passt zu dir am besten? Das finden wir in diesem Video raus. Viel Spaß! Wir werden jetzt, wie gesagt, mal die Programme Lightroom, Lumina und Capture One vergleichen. Ich bin jetzt hier auf den aktuellsten Versionen, das heißt, ich nehme das jetzt hier im Januar 2021 auf. Lightroom ist da bei der Version 10, Lightroom Classic. Capture One ist bei der Version 21 und Lumina AI ist dort die aktuellste Version. Diese drei Programme sprechen für mich persönlich drei völlig verschiedene Nutzergruppen an. Deswegen ist es jetzt auch nicht so, dass ich sagen werde, das Programm ist gut und das Programm ist schlecht, sondern du solltest eher herausfinden, welches Programm für dich ganz persönlich das Beste ist. Ich habe jetzt hier mal Lightroom offen und falls du dich jetzt fragst, warum beleuchtest du jetzt nur diese drei Programme, das sind halt die Programme, mit denen ich persönlich arbeite. Es gibt natürlich noch andere Programme, Affinity Photo zum Beispiel kann man da noch nennen, aber das ist jetzt keins, was ich bisher beleuchtet habe, deswegen geht es um diese drei Programme und falls du dich jetzt vielleicht auch noch fragst, warum Photoshop nicht mit in dieser Auswahl mit dabei ist, es geht vor allem um die RAW-Entwicklung und da ist Photoshop ja mit Camera Raw eigentlich genau das gleiche wie Lightroom. Kommt beides aus dem Hause Adobe, von daher kannst du das jetzt da einfach mal mit reinzählen. Okay, gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Ich fange mal von vorne an und wir werden mal als erstes beleuchten, wie die Fotoverwaltung funktioniert. Das geht ja sowohl in Lightroom als auch in Lumina als auch in Capture One und wir schauen uns das Ganze einfach mal genauer an. Ich werde jetzt hier in allen drei Programmen genau das gleiche Foto verwenden. Schauen wir einfach mal durch. Das ist ein Foto aus Bayern, was ich letzte Woche erst gemacht habe. Das ist sowohl auch in Capture One 21 hier offen, als auch hier in Lumina. Und wie gesagt, schauen wir uns als erstes mal an, wie die Fotoverwaltung aussieht. Ich habe hier in Lightroom also ein Bibliotheksmodul. Und in diesem Bibliotheksmodul kann ich eine ganze Menge machen. Ich kann zum einen jetzt hier mal in die Grid-Ansicht reingehen, das heißt, hier werden mir jetzt alle Bilder dargestellt, die in diesem Ordner hier drin sind. Ne, hier habe ich diesen Ordner drin. Genau das gleiche funktioniert auch in Capture One. Hier habe ich jetzt auch die Grid-Ansicht. Wenn ich hier einmal G drücke, ne, dann wird mir das hier auch aus diesem Ordner entsprechend alles angezeigt. Und wenn ich jetzt einen Doppelklick hier wieder auf das Bild mache, bin ich wieder in der Einzelansicht drin. Und da unterscheiden sich Capture One und Lightroom eigentlich relativ wenig. Denn sowohl jetzt hier in Capture One habe ich dann hier so einen Filmstrip, selbst wenn das Bild groß offen ist, als auch in Lightroom, wenn ich hier doppelt draufklicke. Ne, ich habe das jetzt hier unten angeordnet. Das Schöne in Capture One ist, das kann ich mir alles noch selber so hinbasteln, wie ich möchte. Das heißt, ich kann hier die Oberfläche komplett verschieben. Das kann ich in Lightroom und Lumina nicht, aber jetzt hier zum Beispiel in Capture One könnte ich jetzt die einzelnen Paneele hier raussortieren und anders anordnen. Ich kann jetzt auch meine Bildbearbeitung hier rüber packen und andersherum diesen Filmstrip hier nach links packen, nach unten packen. Da ist Capture One tatsächlich am flexibelsten. Am unflexibelsten ist da tatsächlich Lumina. Lumina hat hier einen sehr einfachen Aufbau und den kann man auch überhaupt nicht verändern. Das heißt, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, meine Ordner mir anzuzeigen. Was aber in Lumina zum Beispiel komplett fehlt, ist jetzt hier die Möglichkeit, großartig noch zu bewerten zum Beispiel. Ich kann hier also nur noch eine Markierung setzen. Das heißt, entweder ein Herz vergeben oder abgelehnt oder gar nicht markiert. Das kann ich in Capture One und Lightroom auch. Also wenn ich jetzt hier mal reingehe, einen Rechtsklick drauf mache, dann könnte ich auch hier sagen, Markierung festsetzen, entweder markiert oder abgelehnt. Ne, das ist genau das gleiche wie auch in Lumina. Ich habe aber in Lightroom und Capture One zusätzlich noch die Möglichkeit, mit Sternen zu arbeiten oder auch mit Farbmarkierung. Ne, das habe ich hier in Lightroom als auch in Capture One. Wenn ich jetzt hier wieder reingehe, dann kannst du auch hier Sterne zum Beispiel vergeben. Also mit einem Rechtsklick hier auf das Bild könnte ich zum Beispiel sagen, Bewertung von 0 bis 5 Sternen, Farbmarkierung kann ich hier setzen. Und das, wie gesagt, funktioniert halt in Lumina nur etwas eingeschränkter. Da ist also die Bibliotheksfunktion insgesamt sehr viel, ja, ich würde mal sagen, abgespeckter. Es ist halt alles relativ einfach aufgebaut. Während man jetzt hier zum Beispiel in Lightroom und Capture One auch Bilder miteinander vergleichen kann und vieles mehr. Also grundsätzlich erstmal von der Bildverwaltung her würde ich behaupten, da nehmen sich Lightroom und Capture One nicht wirklich viel. Das ist beides ähnlich gut, nach meinem persönlichen Empfinden. Lumina dagegen
ist sehr, sehr einfach aufgebaut. Da geht es mehr darum, die Bilder zu bearbeiten. Und Stichwort Bearbeiten, gehen wir als nächstes mal in das Bearbeiten-Modul bzw. in das Entwickeln-Modul, sowohl hier in Lightroom als auch in Capture One. Hier gibt es keine wirklichen Module, sondern hier kann ich sowohl die Bildverwaltung als auch die Bildbearbeitung quasi alles in einem machen. Es ist nicht in Module aufgebaut, sondern hier hat man quasi hier oben mehr oder weniger so eine kleine Leisten, wo man hin und her switchen kann und dann entsprechend das Ganze anpassen kann. In Luminar AI ist das auch wieder ähnlich aufgebaut, also auch hier kann ich ins Bearbeiten-Modul reingehen. Hier hat man theoretisch auch noch die Möglichkeit, direkt mit Vorlagen, also mit Presets zu arbeiten. Das ist im Prinzip ja auch bei allen Programmen möglich, dass man sich seine Presets abspeichert, die man dann wieder mit einem Klick draufpacken kann. Luminar AI arbeitet hierbei noch zusätzlich mit einem Analyse-Tool, was dir dann quasi Presets bzw. Vorlagen vorschlägt. Also Luminar an sich arbeitet sehr viel automatisch, bedeutet, da wird dir sehr viel vorgeschlagen, es wird dir sehr viel Arbeit abgenommen und Lightroom und Capture One sind eher darauf ausgelegt, dass man alles manuell macht. Schauen wir uns das Ganze der Reihenfolge nach an, als erstes hier mal in Lightroom. Ich habe hier also meine ganzen Paletten, die Grundeinstellungen, die Objektivkorrekturen und so weiter und so fort. Grundsätzlich die Werkzeuge, die man zur Bildbearbeitung hat, sind grundsätzlich erstmal relativ gleich. Also gerade Capture One und Lightroom sind da wieder relativ ähnlich, aber es gibt dann doch ein paar Unterschiede. Capture One zum Beispiel hat die Möglichkeit, zusätzlich noch mit Ebenen zu arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal reingehe, dann siehst du hier ein Fenster Ebenen und ich kann hier jetzt eine neue Ebene hinzufügen. Zum Beispiel jetzt hier eine Anpassungsebene. Und auf dieser Anpassungsebene könnte ich jetzt all diese Regler, die ich jetzt hier habe, wie zum Beispiel Belichtung, Kontrast und so weiter, weiter wieder mit hinzugeben. Das heißt, ich könnte jetzt hier eine neue Anpassungsebene zum Beispiel hinzufügen und die könnte ich dann wieder hier mit meinen Reglern befüllen. Und das Schöne ist jetzt, ich kann jeder Ebene natürlich auch wieder in der Deckkraft reduzieren. Ich könnte aber auch eine Ebenenmaske hinzufügen. Das heißt, dort kann ich tatsächlich durch diese Ebenen sehr, sehr einfach lokal arbeiten. In Lightroom geht das auch, aber Lightroom ist dadurch ein bisschen beschränkter, dass die lokalen Werkzeuge hier auf Pinsel und Verlaufsfilter und Radialfilter beschränkt sind und das sind alle Regler, die ich jetzt hier einstellen kann für die lokalen Werkzeuge. Da hat man also in Capture One deutlich mit Abstand die meisten Möglichkeiten. Direkt danach würde ich sagen, kommt aber tatsächlich Luminar AI. Denn auch in Luminar AI hat man die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier mal in einen Filter reingehe, wie zum Beispiel, nehmen wir mal Farbe, dann könnte ich jetzt hier die Sättigung mal nach oben drehen. Ja, macht jetzt hier nicht wirklich Sinn. Aber ich könnte jetzt auch in jeden einzelnen Filter reingehen und den mit einer Ebenenmaske versehen. Das heißt, ich kann jetzt hier eine Malmaske zum Beispiel nehmen und könnte jetzt sagen, ich möchte das hier jetzt hier mal nur zum Beispiel auf das Eis bringen oder auf den Wasserfall hier. Hier möchte ich ein bisschen mehr von der Sättigung mit reinpacken. Ne? Und dann ist das hier auch lokal angewendet. Das heißt, grundsätzlich würde ich jetzt mal von den lokalen Werkzeugen sagen, von der Reihenfolge her der Möglichkeiten, Capture One an erster Position. Da habe ich wirklich mit Ebenen die Möglichkeiten zu arbeiten. Dann tatsächlich Luminar AI, weil hier habe ich auch die Möglichkeit, jedes einzelne Werkzeug mit einer Ebenenmaske zu versehen. Und dann ganz am Ende tatsächlich erst Lightroom, weil in Lightroom bin ich dann doch ein bisschen beschränkter, was die lokalen Werkzeuge angeht. Die globalen Werkzeuge, ne, da muss jeder für sich selber am Ende entscheiden, was dann für ihn tatsächlich am besten ist. Von den globalen Werkzeugen unterscheidet sich Luminar tatsächlich dann auch nochmal wesentlich von Capture One und Lightroom, weil wir hier ganz viele Filter drin haben, die man sonst nirgendwo anders findet. Da kann jeder mal selber für sich reingucken, welche Filter er besonders mag. Also zum Beispiel hat man hier so einen Mattfilter, ne? Das müsste man in Lightroom dann oder auch in Capture One ein bisschen anders einstellen. Es ist auch möglich, so einen Effekt da zu erzielen. Aber halt ein bisschen umständlicher. Da würde ich so einen Matt-Effekt zum Beispiel mit einer Gradationskurve erstellen. Hier muss ich halt nur einen Regler nach oben ziehen. Du siehst also, Luminar AI ist tatsächlich sehr einfach aufgebaut. Es ist vor allem für Leute
gedacht, die wenig Bildbearbeitung, die wenig Zeit mit der Bildbearbeitung verwenden wollen, die sich auch grundsätzlich mit der ganzen Thematik Bildbearbeitung nicht so viel auseinandersetzen wollen, sondern eigentlich mehr fotografieren wollen und dann ja mehr oder weniger mal eine schnelle Bildbearbeitung machen. Das ist bei Capture One und bei Lightroom dann doch ein bisschen anders. Und da geht es wirklich darum, dass man ein bisschen mehr in die Bildbearbeitung eintaucht und das Ganze noch ein bisschen manueller macht und das Ganze auch ein bisschen mehr verstehen muss. Wie gesagt, Capture One, würde ich behaupten, ist das umfangreichste Programm und auch definitiv sehr, sehr professionell. Lightroom ist so ein Zwischending. Dadurch, dass es keine Ebenen hat, hat man nicht ganz so viele Möglichkeiten in der Bildbearbeitung wie jetzt in Capture One zum Beispiel. Aber es ist eben das massentauglichste Produkt, um das mal so auszudrücken. Lightroom hat halt quasi jeder und es ist sehr weit verbreitet und dadurch wirklich sehr massentauglich. Capture One dagegen ist wirklich, ja, hieß es auch immer früher so, Capture One ist ein Programm für die Profis, für die Leute, die sehr tief reintauchen wollen. Weil Capture One dadurch auch sehr umfangreich geworden ist, braucht man auch für das Programm definitiv am meisten Zeit, um sich da reinzufinden. Aber wenn man sich reingefunden hat, dann ist es tatsächlich ein Programm mit unendlich vielen Möglichkeiten. Es bietet halt Funktionen, die Lightroom hat, aber wo auch Photoshop ein Stück weit mit ins Spiel kommt. Durch die Ebenenmasken und vieles mehr. Mein Tipp jetzt für dich, wenn du also sehr viel mit der Fotografie unterwegs bist und wirklich viel Zeit auch mit der Bildbearbeitung verwendest, dann schau dir auf jeden Fall auch mal Capture One an, falls du dir das noch nicht angeguckt hast. Ansonsten ist Lightroom natürlich auch ein super Programm, was wie gesagt sehr umfangreich auch schon daherkommt. Ein paar weniger Funktionen als Capture One hat, aber natürlich dadurch, dass es so weit verbreitet ist, auch sehr gut eigentlich im Zusammenspiel mit allen anderen Bildprogrammen arbeitet. Dadurch ist es auf jeden Fall das Programm, was natürlich jeder am Anfang erstmal hört. Adobe-Programme, das ist auf jeden Fall der Marktführer und von daher kann ich das auch uneingeschränkt empfehlen. Und wenn du Lumina AI dir mal angucken möchtest, das ist halt wirklich was für Leute, Hobbyfotografen, die auch mal eine schnelle Bildbearbeitung machen wollen. Das ist halt jetzt wirklich gerade mit der neuesten Version auf ein Zielpublikum zugeschnitten worden, was schnelle Bildbearbeitung machen möchte, was nicht eine halbe Stunde pro Bild am Rechner sitzen möchte, sondern das ist wirklich darauf ausgelegt, 5 Minuten Bildbearbeitung, mehr nicht. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir bearbeiten einfach mal in allen 3 Programmen dieses Bild so ein bisschen. Wir können ja mal gucken, wie die unterschiedlichen RAW-Konvertierungen das Ganze auch aussehen lassen. Ja, ich würde jetzt hier ein kleines bisschen die Tiefen noch aufhellen, die Lichter wirklich nur so ganz minimal abdunkeln. Der Schnee passt eigentlich so von der Belichtung. Man muss jetzt hier ein bisschen auf das Histogramm auch achten. Gerade bei Schneefotos ist es immer wichtig, dass hier nichts ausbrennt. Jetzt gucken wir mal als nächstes so ein bisschen auf die Farbtemperatur hier noch. Ich würde es noch ein bisschen ins Grünliche ziehen. Das sieht doch schon mal soweit ganz gut aus. Im Hintergrund würde ich jetzt tatsächlich mal gucken, dass wir hier so ein bisschen Klarheit und Struktur noch rausnehmen und Dunst entfernen, vor allem auch mal so ein bisschen hier noch ins Negative ziehen. Und damit möchte ich hier hinten diesen Wald noch so ein bisschen absoften. Vielleicht auch noch ein kleines bisschen Belichtung rein. Und Kontrast noch ein bisschen raus, dass der Hintergrund einfach so ein bisschen abgesoftet wird. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und dafür hier im Vordergrund könnte ich jetzt mit dem Pinsel zum Beispiel arbeiten. Ich werde jetzt mit gedrückter Options- oder Alt-Taste hier das Ganze mal von den Filtern resetten. Hier kann auch ein bisschen Kontrast rein, hier kann auch ein bisschen Klarheit und vor allem auch Struktur rein. Und jetzt kann man hier gerade im Vordergrund das Eis noch mal so ein bisschen betonen. Auch das Wasser hier im Vordergrund können wir noch mal ein bisschen betonen. Hier, das kann alles noch ein bisschen mehr dadurch in Szene gesetzt werden. Das gefällt mir richtig gut, wenn wir jetzt hier, also den Vordergrund, hier das Eis noch so ein bisschen betonen. Perfekt. Ja, und viel mehr würde ich hier gar nicht machen. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. Wechseln wir mal ins nächste Programm rein, gucken wir mal, was Capture One hier sagt. Jetzt hier als erstes mal diese Ebene noch mal löschen, einfach hier einmal aufs Minus gedrückt. Und dann können wir natürlich auch hier anfangen, die Belichtung ein bisschen nach oben zu drehen. Hier haben wir zum Beispiel noch einen Regler Helligkeit. Der ist dafür zuständig, die Mitteltöne hier noch so ein bisschen anzuheben oder abzudunkeln. Ich würde hier in den Weißabgleich reingehen. Man sieht auch hier schon, dass das Programm so ein bisschen die Farben anders darstellt als zum Beispiel in Lightroom. Deswegen muss man immer so ein bisschen gucken, dass jedes Programm hier das Ganze natürlich so ein bisschen anders macht. Also hier würde ich gerade den Farbton noch so ein bisschen ins Grünliche ziehen. Vielleicht das Blau nicht ganz so stark. Also
hier so ein bisschen wieder nach oben. Ja, so sieht es doch schon mal ganz gut aus. Jetzt können wir hier die Lichter noch ein bisschen runtersetzen, die Tiefen vielleicht ein kleines bisschen aufhellen. Perfekt. Und auch hier könnte ich jetzt wieder sagen, ich möchte im Hintergrund ein bisschen den Wald softer gestalten. Jetzt würde ich mir hier eine neue gefüllte Anpassungs- oder machen wir mal ruhig eine leere Anpassungsebene. Das bedeutet erstmal, dass jetzt hier gar nichts passiert, wenn ich etwas bearbeite, weil sie halt komplett leer ist. Ich müsste dann also mit einer Ebenenmaske das Ganze reinmalen. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte auch hier den Kontrast ein bisschen rausnehmen. Ich möchte die Tiefen noch etwas aufhellen. Dann die Klarheit hier möchte ich auch ein bisschen ins Negative ziehen. Und hier haben wir auch die Haze. Auch hier können wir das Ganze ein bisschen ins Negative ziehen. So, und dadurch, dass jetzt hier noch nichts passiert ist, muss ich mir jetzt hier erstmal eine Maske reinmalen. Und jetzt könnte ich mir hier zum Beispiel eine Radialmaske aufziehen. Müsste jetzt hier einmal reinklicken mit dem Rechtsklick und sagen Maske innerhalb zeichnen. Und dann wird das Ganze hier entsprechend so aufgezogen. Und dann ist dieser Effekt tatsächlich auch noch wirklich hier über dem Wald. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel auch noch anfangen und einen Luminanzbereich auswählen. Jetzt könnte ich also zum Beispiel sagen, ich möchte die dunklen Bildbereiche davon ausschließen. Das kann ich jetzt hier ein bisschen weiter nach oben ziehen. Dann hat dieser Effekt wirklich nur noch hier oben stattzufinden. Sagen wir mal hier anwenden. Jetzt kann ich hier auch die Belichtung noch ein bisschen weiter nach oben drehen. Also jetzt wird dieser Effekt quasi auch nur noch in den hellen Bildbereichen hier oben in diesem Radius angewandt. Ja, also das geht mit Capture One wirklich richtig gut und da hat man wirklich die meisten Möglichkeiten bisher. Schauen wir uns das Ganze mal in Lumina AI an. Hier habe ich also zum Beispiel die Möglichkeit, direkt erstmal mit Vorlagen zu arbeiten. Das heißt, ich könnte jetzt hier mal reingehen und mir wird hier zum Beispiel direkt vorgeschlagen Landschaft für dieses Bild. Und jetzt gibt es hier 6 verschiedene Vorlagen, die ich mal durchklickern kann. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Schnelle Verbesserung, gefällt mir nicht so sehr. Hier, okay, hier geht es eher so erst in den Schwarz-Weiß-Bereich rein, aber nicht komplett. Das gefällt mir eigentlich ganz gut hier bei diesem Winterbild. Mehr Volumen, nee, ist nicht ganz so meins. Klarer Himmel ist auch ganz schön, aber mir gefällt eigentlich charmanter Touch hier in diesem Beispiel ganz gut. Und jetzt kann ich jederzeit reingehen und auf dem Bearbeiten-Tab das Ganze natürlich auch noch weiter bearbeiten. Zum Beispiel könnte ich jetzt wieder sagen, okay, gehe ich nochmal in die Belichtung rein. Ich möchte die Farbtemperatur hier nochmal so ein bisschen ins Bläuliche ziehen. Zack. Jetzt könnte ich hier noch die Lichter ein bisschen runtersetzen, aber die Belichtung insgesamt ein bisschen weiter nach oben. Und jetzt habe ich hier relativ schnell, Struktur kann ich noch ein bisschen dazugeben, aber ich habe relativ schnell hier ein Ergebnis erzielt, indem ich jetzt mit einer Vorlage gearbeitet habe und dann später auch nochmal mit dem Bearbeiten-Tab, wo ich dann auch alles nochmal selber einstellen kann. Du siehst also, jedes Programm hat seine Möglichkeiten und was dir am Ende jetzt wirklich am besten gefällt, das musst du natürlich selber entscheiden. In deine Entscheidungsfindung wird natürlich auch noch der Preis reinspielen, deswegen werden wir uns jetzt alle Programme auch nochmal in den Kosten anschauen. Ich bin als erstes auf der Seite von Adobe und da gibt es ja das Angebot für Fotobegeisterte, das heißt das Foto-Abo. Dort ist sowohl Lightroom, Lightroom Classic als auch Photoshop mit dabei, auch Photoshop fürs iPad noch. Das kostet knappe 12 Euro im Monat. Das heißt, das gibt es nur in der Abo-Variante, das heißt, du musst monatlich dafür bezahlen. Dann haben wir Capture One. Capture One kann man sich aussuchen, ob man entweder das Ganze als Abo-Version nimmt oder einmalig bezahlt. Und auch hier kann man jetzt sich noch aussuchen, ob man nur für eine bestimmte Kameramarke sein Capture One haben möchte. Das heißt, entweder für Nikon, für Fuji oder für Sony. Oder ob man Capture One für alle Kameramarken haben möchte. Das heißt, welche Kameramarken da unterstützt werden. Wenn du also eine der 3 Kameramarken ausschließlich benutzt, dann ist es natürlich sinnvoll, das zu benutzen, weil dann wird das Ganze natürlich ein bisschen günstiger. Andersherum, wenn man Capture One Pro nimmt, das heißt für alle Kameramarken, dann ist man bei einer einmaligen Lizenz von 350 Euro, ist schon eine ganze Menge, oder monatlich 24 Euro. Und zum Schluss gucken wir mal bei Skylum rein. Dort gibt es inzwischen auch die Möglichkeit, sich auszusuchen, ob man die Software einmalig kaufen möchte oder ein Jahresabo abschließt. Jetzt aktuell ist das der Preis für 2 Lizenzen. Ich glaube, bei Adobe kriegt man auch 2 Lizenzen und bei Capture One bin ich, glaube ich, auch bei 2 Lizenzen. Ja, also ist es ganz gut. Vergleichen wir wirklich mal alle 3 Programme die Preise mit 2 Lizenzen. Dort sind wir, wie gesagt, dann bei 69 Euro pro Jahr. In der Vergangenheit hat sich ja gezeigt, dass Skylum einmal im Jahr eine neue Version von Lumina rausbringt. Wenn du also immer die
Updates bekommen möchtest, dann zahlst du 69 Euro pro Jahr. Das heißt im Endeffekt 69 Euro pro neuem Programm. Oder du kannst es einmalig kaufen, wenn du dir sagst, nee, ich möchte eigentlich nicht jedes Jahr immer updaten. Dann kannst du das Ganze auch einmalig für 99 Euro kaufen und es gehört komplett dir. Das ist also auf jeden Fall auch noch eine Entscheidungsfindung, ob du eher einmalig kaufen möchtest oder im Abo-Modell bezahlen willst. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du kannst deine Wahl für das beste Bildbearbeitungsprogramm für dich ganz persönlich jetzt vielleicht etwas genauer treffen. Ich wünsche dir jedenfalls ganz viel Spaß mit der Fotografie und der Bildbearbeitung. Wenn du die Bildbearbeitung lernen möchtest mit den verschiedenen Programmen, dann schau mal in meinem Online-Store vorbei. Dort gibt es bereits zu Photoshop, zu Lightroom und zu Lumina Videotrainings, zu Capture One wird es in Zukunft dort auch was geben. Da kannst du auf jeden Fall noch am Ball bleiben. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren der verschiedenen Programme und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Mach's gut. Ciao.